Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Banishers Ghosts of New Eden. Wir machen weiter, ja. Wir haben letztes Mal ja den Eid geschworen, dass wir um jeden Preis unsere Frau retten. Auch wenn es bedeutet, dass wir alle anderen umbringen müssen. Ob das eine gute Idee war, diesen Eid jemals einzugehen, das wird die Frage des Projekts sein. Ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee war. Ich hoffe irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie das hier mit Eidbruch aussieht, wenn man den Eid bricht, was dann passiert, weil eigentlich ist ein Eidbruch, also wenn man Eid bricht, mit harten Konsequenzen zu rechnen. Ich bin gespannt, wie das hier umgesetzt wird. Weil sowas mit Eid richtig hatte ich auch noch nicht gehabt. Aber ja, gut, wir machen mal weiter. Und ich bin gespannt und mal gucken, was uns heute erwarten wird. Also letzte Folge, letzte Session, ich hatte letztes Mal 3 Folgen aufgenommen, die waren schon intensiv. Mal gucken, was heute passiert. Bei Banishers Ghosts of New Eden. Genau, wir sollen zur kaputten Brücke. Ach, da sind wir noch. Ach nee, da waren wir nicht, ne? Stimmt. Stimmt, wir waren noch nicht. Ich dachte, wenn da. Ich dachte, gehen wir zurück zur Brücke. Ich fühle mich wieder gestärkt. Mal sehen, ob ich mit den Spektralspuren recht hatte. Oh, oh Gott. Mal gucken, was passiert, wenn wir alle umbringen. Wir bringen alle um. Habe ich noch nie gemacht. Bei Vampire habe ich das ja nicht gemacht. Nee, habe ich glaube ich nur, da habe ich aber auch 2, 3 nachher umgebracht. Weil, da war das so, dass das Spiel, wie mehr Menschen du getötet hast, desto leichter wird das Spiel. Weil du Vampir warst und du ja das Blut brauchtest, du musstest aber den Menschen immer komplett aussaugen. Das war sehr interessant. Ich glaube nachher habe ich aber ein paar umgebracht, weil es nachher unheimlich schwierig wurde, das so dann durchzuspielen. Also, ich glaube, ich kann hinüberspringen. Deine Verbannerringe werden helfen. Kannst du die Stelle finden, wo die Flecken aufeinandertreffen? Du willst was? Nüben? Was ist denn das? Also kannst du so mit dem Stuhl, mit dem... Warte mal. Oh. Ja. Warte mal. Ohren ausrichten. Ach so. Ah, so geht das. Mit der Kamera. Ach so. Komm mit. Ging mir nie besser. Ja, so geht's auch. Wie viel Meter? 3000 Meter. Ach, 3000 Meter. Das macht einfach mal 3 Kilometer. Krass. Das ist hier unten. Okay, das war ein interessanter Sprung eben. Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Sprung. Ah ja. Was ist das hier? Komplett runterspringen. Also. Ah ne, hier waren wir schon. Ah ne, das war da, wo wir schon waren. Oder? Ja. Da müssten wir eigentlich, warte mal. Da müssten wir eigentlich. Ja klar, hier haben wir nachher den Typen gefunden. Na, natürlich waren wir hier schon.
So, nachher haben wir ja nachher die Leiche gefunden und konnten diese Spurenermittlung abschließen. Gut. Ah, okay. Jetzt hier sind neue Was? War ein gewagter Sprung. Geisterkräfte sind faszinierend. Aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles andere gemeistert hast. Ö, AFÖ, wieso kommt man denn? Warte mal, ganz kurz. Das ist ja echt bescheuert. Wer kommt, wer ist das, eine Steuerunterrichtung? Ja, schon irgendwie. Ja, Gewehrschuss, Manifestation. Nur die Antworten. Dialogoption. MÖ, genau. M. P. Ja, von mir aus. Zielaufgabe folgen, alles passt. Spielermenü. Genau, kann mir auch mal auf. Ja, so ist doch viel schöner. Geht tatsächlich. Okay, sehr schön. So ist doch schön auf Ö. Wer kommt denn auf Ö? Also bei uns im Englischen heißt es Map und das ist auch mit M und bei uns Karte, aber hä? Dann immer M für Karte. Ja, wir sind einen Weg auf die andere Seite finden. Oh Gott. Als Phantomsatz benutze er mit Antea den Phantomsatz, um in den Kämpfer einzugreifen und davor in ihr ins Ziel zu gelangen. Eine solche Manifestation verbraucht Geisterpunkte, müde eine Ablenkzeit, bevor sie erneut. Okay. Achtung, okay. Ein Schemenleib hast du. Bam! Backenpfeife! Backpfeife, ja! Backpfeife! Bam! Das Gute ist nämlich mehr, mit ihr. Kann ich nämlich nicht sterben. Weil. Unsere Frau ist ja schon tot, insofern. Ja, das ist ganz praktisch. Also, das ist jetzt falsch an. Aber. Es ist irgendwo praktisch. Gut, spektrale Aktivitäten. Du hast eine andere spektrale Aktivität gefunden. Als Verbanner obliegt es dir, diese Gefahr zu bannen. Deine Lebenspunkte und Südladung werden zu Beginn und nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt. Wir eliminieren einer solchen Ansammlung, erhältst du dauerhaft Boni auf deine Stärke. Oh, okay. Ist das so ein Wellenkampf? Zwing sie mit den richtigen Worten der Macht dazu, sich zu zeigen. Mhm. Das heißt denn eigentlich Geister, ist das, ne? Genau, wir müssen, glaube ich, zur Offenbarung zwingen. Ich hoffe mal, es war jetzt richtig. Ich glaube, es müsste eigentlich Nummer 3 sein. Lasst euch sehen! Genau. Was siehst du? Ja, war richtig. Bist du etwa nicht mehr auf der Höhe? Ritual war falsch. Cool. Warum? Okay. Ach so, ich hätte vielleicht das hier mal lesen. Das Gelbe, ne? Ich habe jetzt nur auf das Weiße geguckt. Okay, ich glaube, das ist richtig. Scheiße. Okay, ich hätte aufs Gelbe einfach achten müssen. Okay.
Es ist noch nicht vorbei. Aua, Backpfeife. Ja. Ihr habt dann. Ja. Warte. Einmal als Antea weiter. Ah. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Oh. Zack. Oh. Willst du alleine Spaß haben? Da ist noch einer. Hoppa, scheiße. Hau mal hier drauf. Dem ist es irgendwie scheißegal, kann das sagen, geil. Dem ist es kackegal. Oh. Scheiße. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Ah. Na wow, der hält ja einiges aus. Ach du Elend. Komm, okay. Da kommen noch mehr. Wie kommen wir noch? Aua! Scheiße. Oh, fuck. Konzentrier dich auf einen anderen. Der Schleier beschützt den hier. Okay, muss ich mich auf ihn konzentrieren. Oh Gott, der war aber einiges aus. Ja. Und soll das mal machen? Dann können wir mich jetzt im Minia. Aua! Oh Gott, ein Hühnchen. Ei. Sturer Bastard. Ah. So gemacht. Ich glaube, wir haben einen Mast getroffen. Oh. Jetzt mal tot, ja, okay. Ah, der Schleier ist weg, sehr gut. Alter! Okay, warte, geh auf ihn. Das ist zu gefährlich. Ach du Elend. Okay, jetzt kann ich auf ihn einprügeln. Komm, beeil dich. Boah! Ness besiegt. Schöne Gegend und so weiter, aber siehst du einen Weg nach oben? Alter, wow. Okay, das war krass. Ja, das war jetzt der erste Kampf, wo ich wirklich sagen muss, der war knackig. Ich finde einen Weg auf die andere Seite. Ja, ja. Alter, der war nicht schlechter Kampf, muss man ehrlich sagen, aber ich spüre etwas in der Nähe. Du spürst was in der Nähe? Ach, da. Ah, eh. Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. Okay, gehe ich mal mit ihr weiter. Aber das war eben, ach du Elend, also ich glaube, so langsam werden die Kämpfe ganz schön eklig, kann das sein? Hallo. Ganz schön hoch. Vertrau mir. Oh, wird schon schief gehen. Woo! Geschafft. Oh, erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Oh, ein Brief. Zurücklassenes Tagebuch. Wir schreiben das Jahr 1695. Dessen zumindest bin ich mir sicher.
Den Newsmiths zu folgen war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finsteren Wald stampfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Erinnerungen an unser Zuhause in New Edentown verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn, das Gelächter der Kinder schallt durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Als wir mit Fixkins Gruppe aufbrachen, kehrten wir in New Edentown, ein Dorf, das wir uns aufgebaut hatten, den Rücken. Wir missen unser Zuhause zutiefst. Beth geht es ebenso, auch wenn sie versucht, es nicht zu zeigen. Wir werden zurückkehren. Wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann ich zum Teufel scheren. Möge Gott uns beistehen. Ach, deswegen oder was? Achso, bestimmt, ich kann bestimmt noch hier. Nee. Nee, nee. Ja, da hinten. Ne, wie kommen wir da ran? Warte mal. Ah, da ist er. Ah, warte, nee, warte. Stimmt, warte, ist doch, ah, warte. Vielleicht weiß ich wie. Von hier unten kommen wir nicht ran. Macht er das vielleicht? Nee. Ah, vielleicht schon da nachher? Oder von oben? Warte mal, kommt man, wenn man hier ein Stück weiter geht? Weil von unten komme ich nicht ran, da brauche ich gar nicht weiter zu probieren, das geht, kann gar nicht gehen. Wir müssen mal gucken, ob man irgendwo links abbiegen kann. Flucht. Alles in Ordnung? Noch bald. Ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Was Lebendiges? Ja. Hm.
Na toll. Oh. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Ich komme von New Eden Town. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Eden Town haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Hört auf zu zappeln! Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, warte! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Scheiße! Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen. Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges? Nein. Was? Wer bist du denn, du? Ach du Scheiße. Du schaffst das. Wie? Bitte. Hey, Hübscher. Hi. Okay, der mag mich nicht. Ist überhaupt Gegenseitigkeit. Hoppa. Komm her. Oh, der hat aber gut was aus, du. Ah, blocken kann er auch noch. Wenn Gegner blocken, kannst du ja Verteidigung mit bestimmten Angriff durchbrechen, wie zum Beispiel Reds aufgeladene Angriffe an der Antias Manifestation. Weg der Wechsel. Okay. Okay. Ganz schön stark bist du, hm? Und so, ne? Ja, weil er jeden Text. Au! Arschloch. Was? Oh. Da. Halt die Fresse. Ach, warum müssen eigentlich immer gleich Tausende von euch kommen? Ja. Gib es mir auf den. Gib mir auf den Keks. Das ist so ein Geisterpisser. Wow, okay. Härter! Okay! Kommt mit dir! Ach, come on! Zack! Haben wir jetzt alle? Na, Gott sei Dank. Okay, dann haben wir mal alles hier ein. Ich habe, glaube ich, eine Idee gehabt, wie man das schaffen könnte. Wie man dieses, dieses Zeug da holen kann, da drüben. Vielleicht, wenn ich ein Gewehr finden würde. Eine Kiste. Wenn ich ein Gewehr bekommen würde, dann sollte es gehen. Ein Armband der Harmonie. Ja, das ist immer was Gutes. Harmonie ist auch was Gutes. Verursacht mir. Intervieren. Was heißt denn wählen? Okay. Ja.
Ach so, aufrüsten. Also aufrüsten. Ich habe ausrüsten. Aha, aufrüsten. Ausrüsten. Ah, kann nur am Mutterschiff gemacht werden. Okay, doke. Leitung. Jetzt müsst ihr zwei Armbänder. Nee, der hat noch gar keine Armbänder. Oh, okay. Ah, okay, wir werden auch mal mehrere andere Kleider noch finden. Okay, gut. Ah. Notiz eines alten Jägers. An die Mistkerle, die alles mit ihrem beschissenen, verdorbenen, halb aufgegessenen Phrasen, ihren beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen. Und was weiß ich verrecken. Ihr seid eine Schande. Verdrecken, ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr, alles verrottet. Na gut. Aber Leute, ich würde sagen, hier mache ich jetzt doch mal ein kleines Folgenpäuschen. Und beim nächsten Mal können wir weitermachen, weil jetzt haben wir auch was Gutes erreicht. Also wir haben ja wieder, haben wir jetzt hier den Jägern begegnet. Und hier genau einsammeln. Genau, und zum Abschluss bringen. Oh, okay, das lese ich euch noch vor. Dann machen wir einen Cut. Okay, das wusste ich ja nicht. Das lesen wir noch vor. Zum Abschluss bringen. Die Verbanner wurden den genialen Dämonologen Henry Bouguet zufolge ursprünglich als Exzellenten bezeichnet und sind wahrscheinlich Erben der Ahnentradition, der Battlepriester des alten Griechenlands. Wie auch immer ihr Name, ihr Titel und ihre Methoden lauten mögen, ihr Hauptziel hat sich nicht geändert. Sie wollen den Abschluss bringen vom lateinischen Claudere und dem altfranzösischen Clausure, was so viel wie Umzäunung eines Feldes oder Gebiet bedeutet. Daher sahen die meisten Menschen sie wohl als gutwillig an. So wie die Benantanti in Norditalien jahrhundertelang als nützlich und wohlwollende Hexe gesehen wurden. Sie reisen und werden dafür bezahlt, Probleme zwischen den Lebenden und den Toten zu lösen. Sie kommen, um jeden Spuk ein Ende zu setzen, indem sie für einen Abschluss sorgen. Henry Bouguet würde es als eine sündige Neigung, sich mit den Unheiligen zu befassen, bezeichnen. Aber dem möchte ich hinzufügen, dass sie den berechtigten Wunsch haben, die Wurzeln des Bösen zu vertreiben. Aus Sicht der Verbanner ist eine Spukermittlung eine nicht beendete Geschichte, die auf ihren Abschluss wartet. Dieser Abschluss, wie sie es nennen, erfolgt, wenn ein Verbanner die einen an einer Spukermittlung beteiligten Personen versammelt, um die Vorkommnisse offenzulegen und zwischen verschiedenen Ritualen zur Lösung des Problems zu wählen. Mit dem Abschluss sind die Gegensätze bereinigt, mehr oder weniger schmerzlos für die Beteiligten. Die Verbanner behaupten, mithilfe eines Erlösungsrituals den Geist von dem Grund zu befreien, warum er oder sie geblieben ist. Unerledigte Angelegenheiten, gegebene Versprechen, Ärger, Groll, Liebe, was auch immer. Die kraftvollen Worte des Verbanners sorgen für die Befreiung dieser Bindung über den Tod hinaus, sodass der Geist dann aufsteigen kann. Symbolisch gesehen wurde der Geist erhört, ihm wurde vergeben, er wurde geführt oder besänftigt und er kann nun friedlich gehen. Um einen Geist zu befreien, muss ein Verbanner verstanden haben, was auf dem Spiel steht, sowie den wahren Grund erkennen, warum der Geist geblieben ist. Dies ist wohl der umstrittene Teil ihres Handwerks, denn mit keiner Kreatur aus der Grube soll eine Absprache gemacht werden. Das Durchführen eines Verbannungsrituals sollte für einen Verbanner genau aus diesem Grund immer vorteilhaft sein, um sich mit dem Ursprung ihrer Tradition und ihrer Verwendung zu vereinen. Der Verbanner verliert keine Zeit damit, den verfluchten Geist höflich zu bitten, sanft zu gehen. Stattdessen wird der Geist gewaltsam fort, zurück in den Abgrund. So wird richtig mit den widerspenstigen und teuflischen Sprossen umgegangen. Dieses Ritual sollte bei dem Geist durchgeführt werden. Eine Diskussion oder Suchung sollte dann nicht mehr vonnöten sein. Wenn der besagte Geist unverhohlen feindselig ist oder hinterlässig, unsere Gnade bittet. Von den Verbannern, deren historischen und heidnischen Wurzeln ihres striktigen Wissens von Fairfax Haskell. Ja. Guti. Jetzt aber. Dann würde ich sagen, ich danke wie immer fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Euer Pirater, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, denn dann geht's weiter. Tschüssi. Bis dann.